So, heute am 2. April war es dann wieder soweit. Die Yamaha wurde auf der Langenen abgeholt, zusammen mit Dani erstmal beide Motorräder abgedeckt und dann ging es auch schon flotten Schrittes los. Alles ein bisschen ins Auto packen, dann die Susi vom Heckständer runterholen, dann ein bisschen auf die Seite bugsieren. Dann die Susi ein bisschen nach vorne rollen, damit man Platz hatte für die Yamaha. Und dann wurde diese auch schon aus der Garage herausgeschoben. Alle erforderlichen Lichtlein leuchteten auf und so konnte man dann dem spannenden Moment entgegenwarten und einfach die Maschine starten. Und siehe da, alles klappte vorzüglich. Dann wurde alles zusammengepackt und ich machte eine kleine Tour von der Langenwand einfach hinunter in den Kesselteich, dort in der heimischen Garage nochmal ein bisschen einen Funktionscheck, ob irgendwo Flüssigkeiten austreten, die nicht austreten sollten. Aber es war alles trocken, sauber, alle Lichter funktionierten und so kann ich nun sicher in eine weitere Saison starten und hoffe, dass das Fahrsicherheitstraining, das am Samstag auf dem Plan steht, doch nicht ganz so kalt und windig wird. Also, wie ihr seht, nun kann es losgehen und ich bin gespannt, was mir dieses Jahr alles so an tollen Touren dann bringt. Macht's gut, tschüss! Dann kann die Saison einfach beginnen.